Es waren einmal fünf Feen. Sie hießen Mondfisch, Weiße Rose, Sternenschwall, Silberstern und Goldtröpfchen und waren beste Freundinnen. Obwohl keine der anderen kriecht, hielten sie immer fest zusammen. Mondfisch und Weiße Rose waren Schwestern. Sternenschwall war eine sehr kluge Fee. Sie liebte es, Bücher zu lesen. Silberstern war eine sehr schöne Fee. Sie tat alles, um noch schöner zu sein. Ihr ein und alles war ihr Lippenstift. Goldtröpfchen ist eine kleine Träumerin. Sie schlief unheimlich gern und liebte ihr Himmelbett. Doch über allem wachte die Königin und sprach: Liebe Feen, es ist an der Zeit, den Frühling zu wecken. Goldtröpfchen sprach der Träum: Oh nein, noch so müde. Kann das nicht bis morgen warten? Silberstern stimmte zu: Ja, bis morgen. Ich muss mich doch noch hübsch machen. Fee Silberstern erwiderte: Kommt, lasst uns heute die Blumen blühen lassen. Es ist genau der richtige Tag dafür. Fee Goldtröpfchen, du konntest lange genug schlafen. Und du legst endlich mal den Lippenstift weg. Der Winter war lang genug. Mach dich bitte an die Arbeit. Die Feen hatten viel zu tun. Alle Blumen mussten aus ihrem Schlaf gerüttelt werden. Und die Sonne musste aus vollen Kräften scheinen. Sie waren alle sehr fleißig und taten es mit viel Liebe. Nur die Fee Weiße Rose kam mit ihrer Arbeit nicht richtig voran und war verzweifelt. Silberstern, Mondlicht, Goldtröpfchen, Sternenschwall, komm schnell her! Alle anderen Feen, was ist? Schaut her, ich kann die Blumen nicht sprühen lassen. Fee Mondlicht sagt: Versuch's doch nochmal. Vielleicht hast du nur den Zauberstab in die falsche Richtung geschwungen. Nein, 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 ich hab's schon so oft probiert. Es funktioniert einfach nicht. Fee Sternschweif glaubte das alles nicht. Das kann nicht sein. Zeig mir mal deinen Zauberstab. Komisch, er sieht wie immer aus. Was soll ich nur tun? Fee Mondlicht überlegte: Vielleicht kann uns die Königin weiterhelfen. Frau Königin, ihr müsst uns helfen. Weiße Rose hat keine Zauberkraft mehr. Sie kann die Blumen nicht blühen lassen. Eine Fee ohne Zauberkraft? Das bedeutet Unheil. Es wird ein ewiger Winter einbrechen. Die Feen ängstlich: Nein! Es gibt nur eine Möglichkeit, wie du deine Zauberkraft wiedererlangen kannst. Finde die Zauberblume. Sie blüht nur einmal im Jahr, wenn der Mond am höchsten steht. Fee Weiße Rose: Das ist heute! Mondlicht: Wir müssen uns beeilen. Goldtröpfchen ganz müde: Immer mit der Ruhe. Sternenschwein: Wir machen uns sofort auf den Weg. Fee Silberstern: Wo ist mein Lippenstift? Hier geht's lang. Meine liebe Holger, und an dieser Stelle möchte ich dich unterbrechen, nicht, weil es mir nicht gefallen hat, ganz im Gegenteil, weil diese Geschichte, die zeugt ja davon, dass du über eine unerhörte Fantasie verfügst und auch das, was du da aufgeschrieben hast, hervorragend interpretieren kannst. Wir werden jetzt nicht weiter verraten, wie die Geschichte zu Ende geht. Ja, vielleicht kommt ja der eine oder andere mal zu einer Vorführung, wenn ihr das mal wieder in der Schule zeigt. Ich fand das ganz, ganz große Klasse. Also, sich so etwas auszudenken, es so aufzuschreiben und auch noch so wunderbar zu erzählen. Mir hat das prima gefallen. Danke, liebe Rolja, das war mal dein Applaus.